nichts verkommen lassen. Und hat es keine kleine Kohleader. Das gefällt mir. So, das können wir jetzt schön mit Erde wieder zumachen. So, wenn ich das jetzt hier mache, dann ist das da und das da. Das heißt... Bevor ich das überhaupt machen kann, wie mache ich das denn am besten? Eigentlich müsste ich in den Nether dafür. Aber ich versuch mal was anderes. Andesit, ne? Genau. Versuchen wir doch mal mit Andesit, ob das aussieht. Weil sonst müssen wir noch in den Nether. Und da habe ich wenig Bock drauf. Nämlich Netherquarz sammeln. So, Andesit, wo bist du? Hier. Ich lade erstmal wieder ein bisschen Klumpatsch weg. Kobbel können wir auch so. Hab ich noch mehr Andesit? Poliert, poliert, poliert. Hier ist noch Andesit. Poliert. So, Bruchstein bringen wir jetzt weg. Das nimmt nur Inventarplatz ein und wir können das ganz gut für unser Dom gebrauchen. Der jetzt schon richtig geil aussieht. Richtig geil. Ich würde am liebsten die ganze Zeit nur davor stehen und den begutachten. So, Bruchstein ist hier oben. Bruchstein, 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 Bruchstein. Okay. Ja, ich weiß, ihr fragt euch, was hat die vor? Aber das seht ihr noch früh genug. Ich glaube, der eine oder andere weiß vielleicht schon, was ich vorhabe. Vielleicht. So. Wir machen jetzt erst einmal. Wobei... Nee, wir machen es überall hin. Wenn, dann machen wir das richtig. Und nicht nur so halb. Ich hoffe, die reichen überhaupt aus. Ich weiß, hier ist auch noch Andesit, aber den lassen wir jetzt mal hier.
Sollten wir nicht hinkommen mit dem Andesit, können wir den ja immer noch. Ja, wir müssen aber eigentlich damit hinkommen. So, jetzt haben wir hier unten einen Blätterwald. So, hier muss ich erstmal ein bisschen aufräumen. So, jetzt machen wir hier, damit das schöner aussieht. Komm, dann machen wir das richtig. Okay. Dann bin ich ja mal gespannt, wie das von außen aussieht. Nein, das war einer zu viel. Ja. Kann man anbieten bis auf hier. Hier würde ich dann wieder Quarz nehmen. Und hier machen wir wieder hier kommt auch wieder Quarz hin. Oh, hier fehlt mir ein Quarzblock. Okay. Ach, da waren die ja eigentlich von oben, ne? So. Das müssen wir auch rausruppeln, weil das ist zwar Andesit, aber nicht der polierte. Mal gespannt, wie das aussieht. Und hier kriegen wir auch wieder Stein. Es war nicht so. Ich habe gerade gedacht, ich mache das mit der guten Spitzhacke, ey. Oh. Gerade schon Schrecken gekriegt. Nein, hier bist du falsch. Ja, für hier unten kann man das ruhig nehmen. Also da müssen wir keinen Quarzblock für hinsetzen. Das ist zu schade. Quarz ist ein teurer Rohstoff. Nee, das muss nicht sein. So, jetzt nehme ich nochmal die Schere. So, jetzt nehmen wir uns wieder hier die Seelaternen. Ich hoffe, das kann man gleich überhaupt noch sehen, aber müsste man ja eigentlich, weil das sind ja spezielle Unterwasserlaternen. Eigentlich müsste das noch weiterhin sichtbar sein.
So, das ist zum einen das. Ja, ob ich das hier dran lasse, das weiß ich noch nicht. Ob ich nicht komplett mit den Seelen... Ne, ich mach komplett. Nein! Da. So. Dann machen wir... hier am Eingang. Dann würde ich sagen, machen wir hier eine hin. Und den Rest schauen wir dann gleich mal. Habe ich natürlich für oben nichts mehr, ne? Das ist natürlich clever gewesen. Von mir aber egal, nicht schlimm. Gut, dann brauche ich die Wassereimer. Fangen wir mal hier an. So. Hiervon darf ich mir, glaube ich, kein Wasser nehmen. Wenn mich nicht alles täuscht. Also ich will es nicht herausfordern. Sagen wir es mal so. Ach, hier haben wir noch einen schönen Aufstieg. Das ist nicht schlecht. Ach nee, ich habe ja nur einen. Mein Gott, bin ich verplant heute. So, hier hinten haben wir schon mal das Wasser gleichmäßig verteilt. Ich weiß nicht, wie es aussehen wird, liebe Leute. Keine Ahnung. Kann ich nicht sagen. Ich mach einfach mal. So wie mir gerade danach ist. Wenn das scheiße aussieht, reißt man es halt wieder ab. So einfach ist es. Kann ich doch eigentlich auch von schon... Ah, von hier nehmen. Ja, die leuchten noch. Das ist sehr schön. Wahrscheinlich müssen wir am Brunnen das auch nehmen. So, es füllt sich jetzt hier. Das sieht jetzt hier erstmal aus wie so ein riesengroßes Schwimmbad. Geil. So, und jetzt nehmen wir nämlich das Glas. Obwohl, nee, ich nehme nochmal hier die Eimer. So. Sicher ist sicher. Ich muss dafür doch nochmal runter. Bis hierhin mache ich, aber nicht weiter.
mit dem Glas, damit wir immer noch wieder rauskommen.